Groß, anmutig und unglaublich mächtig. Der Tiger ist die größte noch lebende Raubkatze der Welt und beheimatet den größten Kontinent, und zwar Asien. In vielen Kulturen, vor allem in Asien, werden Tiger als ein Symbol für die verschiedensten Dinge betrachtet, sei es für Stärke, Mut und natürlich Macht. Deswegen ist der Tiger das nationale Tier für viele asiatische Länder, beispielsweise für Indien, Nord- und Südkorea, Bangladesch, Malaysia und Nepal. Mehr zum Tiger gibt's in dieser Dokumentation und nach dem kurzen Intro. Es wurden bisher 9 verschiedene Tigerunterarten entdeckt, von denen leider schon 3 ausgestorben sind. Die 6 verbliebenen Tigerunterarten kann man anhand ihrer Größe, natürlichem Habitat und vor allem an ihrer Färbung unterscheiden. Zu den 6 Unterarten gehören der sibirische Tiger, der bengalische Tiger, der malaiische Tiger, der indochinesische Tiger, der südchinesische Tiger und der Sumatra-Tiger. Wie bei den meisten Säugetieren sind die männlichen Tiger um einiges größer und brachialer als die weiblichen Exemplare. Erwachsene Tiger erreichen Längen von 1,5 bis 4 Metern und eine Schulterhöhe von 0,8 bis 1,2 Metern. Bei manchen Individuen kann der Schwanz alleine 1 Meter lang werden. In Sachen Gewicht bringen sie irgendwo zwischen 100 und 300 Kilogramm auf die Waage. Trotz des Gewichts sind sie allerdings nicht träge und können in der Regel 50 bis 65 Kilometer pro Stunde schnell werden. Leider hat sich der Lebensraum der Tiger in den letzten Jahrhunderten stark verkleinert. Vor ein paar hundert Jahren bevölkerten die 6 noch heute lebenden Tigerarten in der Wildnis fast ganz Asien. Heute allerdings nur noch primär Süd- und Ostasien, in Ländern bzw. Regionen wie China, Indien, Nepal, Sibirien und einige andere Gebiete. Ihr Lebensraum variiert je nach Region und damit auch nach Unterart sehr. Einige Unterarten bewohnen Wälder, andere Savannen. Sogar in Regenwäldern und kargen Einöden kann man Tiger finden. Laut Schätzungen sind die ersten Tigerarten vor mindestens 2 Millionen Jahren zum Vorschein getreten. Das älteste gefundene Tigerfossil stammt von einer Art, die Panthera tsadinsky getauft wurde und auch Longden-Tiger genannt wird. Dieses Fossil wurde 2004 im Nordwesten von China entdeckt. Tiger in Gefangenschaft leben um einiges länger als ihre Artgenossen in der Wildnis. Der Grund dafür ist, dass die Tiger in Gefangenschaft sich nicht um das Ausbleiben von Mahlzeiten oder um Krankheiten sorgen müssen. Tiger in der Wildnis haben eine Lebenserwartung von 10 bis 15 Jahren, während Tiger in Gefangenschaft und bei guter Haltung im Schnitt 26 Jahre alt werden. Durch das Holzfällen hat sich das natürliche Habitat von Tigern, wie gesagt, beträchtlich verkleinert. Damit ist auch ihr Zugriff auf Nahrungsquellen geringer geworden. Generell benötigen Tiger 25 bis 1600 Quadratkilometer am Platz. Wie auch die anderen Raubkatzen sind auch Tiger Fleischfresser. Sie verspeisen eine Vielzahl von Tieren wie Antilopen, Affen, Vögel, Fische und sogar Bisons. Man hat auch schon oft gesehen, wie Tiger selbst Leoparden und Krokodile angegriffen und gefressen haben. Ihre Jagdfähigkeiten sind also einsame Spitze. Die Tiger wissen, wie sie ihre Schnelligkeit und Wendigkeit perfekt ausnutzen können. Auch mit viel Kraft sind sie dank ihrem brachialen Körper gesegnet worden. In der Regel schleichen sie sich heimtückisch an ihre ahnungslose Beute an. Trotz ihrer Größe sind sie aber wahrhaftige Meister beim Schleichen. Sollte sich ein Tiger einmal einer potenziellen Beute genähert haben, so springt das Tier wie aus einer Kanone geschossen auf die Beute. Dank ihren kräftigen Hinterbeinen können sie in nur wenigen Augenblicken 10 Meter weit oder bis zu 5 Meter hoch springen. Die Beute wird dann mit den bis zu 10 cm langen Klauen und 6 bis 8 cm langen Zähnen festgehalten. Obwohl Tiger nur etwa 30 Zähne haben, was für Karnivore ziemlich gering ist, können sie ihre Beute dank einer enormen Beißkraft ohne Probleme tödlich verletzen. Tiger beißen der Beute in der Regel in den Hals und in die Wirbelsäule. Damit werden wichtige Venen sowie Arterien zerstört und die Bewegungsfreiheit komplett eingeschränkt. Ist dies einmal geschehen, so ist die Fluchtchance im Grunde gleich null. Mit solch einer brutalen und effizienten Jagdstrategie wird man sich wohl kaum wundern, warum sich Tiger an der Spitze der Nahrungskette befinden. Erwachsene Exemplare haben keine natürlichen Feinde, außer natürlich dem Menschen. Menschen haben für einen starken Rückgang der Population von Tigern gesorgt, beispielsweise durch das Fällen von Wäldern, das Jagen ihrer Beutetiere und natürlich auch durch die Jagd auf sie selbst. Auf dem Schwarzmarkt besteht eine sehr hohe Nachfrage nach bestimmten Körperteilen von Tigern. Die Bezahlung ist sehr gut, weswegen die Jagd trotz regulierender Gesetze nicht ganz aufhört. Leider basiert die Nachfrage zum Teil auf lächerlichen Gründen.
Denn vor allem in den ländlichen Gegenden von Asien ist man immer noch stark abergläubisch. In einigen Kulturen geht man davon aus, dass Tigerknochen, gemixt mit Medizin, einem Stärke und Macht verleihen. In anderen Gebieten ist man der felsenfesten Überzeugung, dass man mentale Krankheiten mit Tigerfell behandeln kann. Auch wird wiederum in anderen ländlichen Teilen Asiens gedacht, dass man durch das Kauen auf Tigerfell Zahnschmerzen behandeln kann, um nur einige Beispiele zu nennen. Natürlich aber wird Tigerfell auch für ästhetische Zwecke, beispielsweise für einen Mantel, benutzt. Da ist es auch nicht erstaunlich, dass so viele Tiger bereits auf der Jagd erlegt wurden. Laut Schätzungen leben nur noch etwa 4000 Tiger in der Wildnis, 70% davon alleine in Indien. Daher ist die Art laut der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur stark vom Aussterben bedroht. In dieser Hinsicht ist die Haltung von Tigern in Gefangenschaft keine schlechte Idee, sofern es den Tieren denn gut geht. Früher oder später werden eventuell alle Tiger in der Wildnis erlegt worden sein. Somit kann man die Art mit einer korrekten Haltung in Gefangenschaft vom Aussterben retten. Während dem 20. Jahrhundert herrschte ein Boom in Sachen Jagd auf Tiger. Dabei ging es nicht um kommerzielle Zwecke, sondern um das Ernten von Ruhm und Ehre. Zu dieser Zeit gab es eine Art Plage von Tigern, die Jagd auf Menschen gemacht haben. Diese Tiger wurden Menschenfresser getauft. Zwar sterben auch heute noch viele Menschen an Tigerangriffen, früher war es aber um einiges mehr. Tiger greifen von allen Raubkatzen die meisten Menschen an. Dazu gibt es auch unzählige Berichte. Beispielsweise wurden im Jahre 2014 in nur 5 Wochen in einem kleinen Teil von Indien 17 Menschen von Tigern gefressen. Im Jahre 2019 kam ein spektakulärer Fall an die Öffentlichkeit. Ein Ehemann und Familienvater wurde von einem Tiger in Bandipur Nationalpark in Indien halb gefressen. Der Tiger war immer noch bei der Leiche, als Suchtrupps diese gefunden hatten, nachdem der Mann nicht nach Hause zurückgekehrt war. Gehen wir noch auf die populären menschenfressenden Tiger ein. Zum einen wäre da ein Individuum, welches als Champawat-Tiger gefürchtet wurde. Angeblich soll dieser Tiger über 400 Menschen gefressen haben, bevor er schließlich erlegt wurde. Ein anderes Beispiel wäre der Tiger von Segur, der ebenfalls ein gefürchteter Menschenfresser war. Die Liste an bekannten menschenfressenden Tigern ist sehr groß und kann daher nicht komplett durchgegangen werden. Zwar stehen Menschen nicht ganz oben auf der Speisekarte von Tigern, allerdings kommt es dennoch vor, dass Menschen von Tigern angegriffen werden. Im Grunde geht es für die Tiere ums Überleben und wenn sie gerade hungrig sind, so fressen sie so ziemlich alles. Daher sollte man sich auf keinen Fall einem Tiger ohne ausreichenden Schutz und Vorkehrungen nähern. Die Wahrscheinlichkeit ist nämlich sehr hoch, dass man sofort als Beute betrachtet wird. Nichtsdestotrotz bleiben Tiger faszinierende Lebensformen. Sie wurden schon von einem Großteil ihres natürlichen Lebensraums vertrieben und sind nicht mehr so zahlreich vorhanden. Sollte die Jagd auf sie und das Zerstören ihres natürlichen Lebensraums nicht aufhören, so ist es sehr wahrscheinlich, dass es sie in Zukunft in der Wildnis gar nicht mehr geben könnte. Solltest du an weiteren spannenden Videos zu solch faszinierenden Tieren interessiert sein, so kannst du hier die komplette Playlist aufrufen. Videoideen sind in den Kommentaren auch willkommen. Du kannst auch gerne diesen Kanal abonnieren, falls du in Zukunft nichts mehr verpassen möchtest.